Hallo zusammen, wir sind wieder zurück. Ich zeige euch jetzt noch, wie man die Stelzlager entsprechend einteilt. Im vorherigen Video haben wir angeschaut, wie man die Unterkonstruktion einteilt. Was vielleicht hier noch zusätzlich zu beachten ist, ist, dass wir da dann noch so spezielle Sachen haben. Und zwar dort, wo wir die Abflüsse haben, brauchen wir noch die Revisionsöffnung. Entsprechend müssen wir einplanen. Das scheint nicht so schlecht. Wo wir links eine Konstruktion haben. Das heisst, wir müssen es einfach noch zweite einplanen zusätzlich und das dann noch verschneiden, dass man die Revisionsöffnung reinlegen kann und rausnehmen von dem her. Das könnt ihr aber selber machen. Unter Umständen wäre es auch gut, wenn wir den mal über Pflanzen drauf, da habe ich nichts richtig kopieren. Wäre es auch gut, wenn hier unten dran noch ein bisschen mehr Unterkonstruktion ist, wo die Pflanze drauf ist, dass es dort auch wirklich gut hat. Wir machen das jetzt hier mal, dass ich eine überkopiere. Eben so lange dann Bereich von Pflanzen drauf, wo es schon etwas mühsam ist. Genau, dass man dort irgendwie da eine Unterkonstruktion hat, sicher mal bis zum Pflanzen drauf, vielleicht noch zwei, drei Terrassenbretze drüber rein. Das ist so ein bisschen schematisch dargestellt, grundsätzlich. Nicht so schlecht, wie du jetzt die da mal so drin hast. Jetzt das Stelzlager selber. Ja, was mir hier noch auffällt, bevor wir zum Stelzlager kommen, die junge Konstruktion, die würde jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen näher zum Fenster nehmen. Das ist sicher nicht, wenn wir rauslaufen, dass es irgendwie gelagert oder so. Stelzlager, die kann man als Kreis zeigen, hinzufügen, Fläche, Kreis. Dann kann man da sagen, ja, Mittelpunkt M. Da zwischen innen die anfangen als Variante. Dann kann man da entweder beliebig oder Bruchmesser bis eingehen zahlen. Enter, genau, da hat man Stelzlager mal. Mit dem aktivieren, dann kann ich wiederum modifizieren, Typ gestrichelt wählen. Genau. Und dann hat man Stelzlager. Jetzt kann ich mit dem verschieben, ich das. Ich habe jetzt den Aktivpunkt unten gewählt. Es hat fünf verschiedene aktive Punkte, überall bei 90 Grad und in der Mitte. Dann verschieben wir 5 in Y-Richtung und sagen da einfach mal da das Ende vom Brett, so plus minus. Das habe ich noch oben angewählt und dann muss ich eigentlich da auch wieder kopieren, teilen, gegen auf 6, T in Y-Richtung, Y eingeben und sagen bis hierher will ich mit dir, also bis das Brettende. Ich würde gerne eine Abstunde sage jetzt von 500 mm. Da gibt es 9,662. Da sage ich mir, ja, gut, 50 mal. Nehmen wir bis 650 cm, 50 Latten. Nehmen wir 9 Stück. Gut. Dann 540 mm. Das finde ich nicht schlecht. Jawohl, ich möchte gerne am Ende auch eine machen. Enter. So habe ich. Stellt das Lager mal auf eine Linie, lange geschwind speichern, das ist auch wichtig verschieden. Und die kann ich jetzt eigentlich so aktiviert lassen, entweder wenn ich jetzt da in die Gruppe mit der Maustaste wieder rausnehme und mit der linken Maustaste als Gruppe verbinden, dann wenn ich nebenan klicke und aber das Lager wieder anklicke, kann ich die ganze Gruppe aktiviert oder ich behalte das einfach zusammen aktiv. Dann kann ich die kopieren, immer mit 6 x-Richtung. Dann kann ich hier jetzt Mitte verlassen. Da muss ich M drücken und den Anfang und den Endpunkt verlassen angeben. Also, zeige ich es nochmal, packen Sie Mitte da 6 x-Richtung. M für den Anfang und den Endpunkt, also den Mittelpunkt. Das mache ich eigentlich bei jedem so, wenn man genau nimmt. Genau. Ich könnte es so wieder mit Teilen machen, aber das ist eigentlich relativ schnell, weil man dann irgendwo 3 sehen, in diesem Fall 3 verschiedene Teilungen. Und entsprechend müssen wir gleich das Moment da schaffen. Dann geht es relativ schnell. Immer nicht vergessen, ich tue eigentlich immer den Befehl, es bleibt noch drin, aber ich tue immer in X-Richtung ein und M für den Mittelpunkt. Jetzt gebe ich wieder X und M. Der Mittelpunkt X und M. Der Mittelpunkt X und M. Mittelpunkt, so kann ich das nicht.
durch. Bis ich dann schlussendlich im Zusammenstehen bin. Ich werde wieder schauen, welche Stellflagge das da allenfalls zu viel sind. Und entsprechend müsste ich rauslöschen. Ich bleibe eigentlich bei meinem Tastenbefehl X und ändere Mittelpunkt. X und Mittelpunkt, genau. Du wieder speichern. Und dann sehe ich jetzt hier an einem ganzen Brett ein Stellungslager, das im Prinzip zu viel sind, die Dinge sind verlöscht. Das tun wir wieder Gruppe temporär trennen, mit der Maustaste verbinden Gruppe. Dann tun wir sie so aktivieren, tun sie einfach alle Elemente, die in der Gruppe drin sind, nimmt sie so. Ja, dann habe ich noch eine Linie gewünscht. Die sind da auch noch zwei. Die haben hier noch einen, der mir nicht passt. Genau. Da ist schon noch eins. Die beim Fenster, die müssen ich noch schieben. Kann ich so ungefähr, das längt schon. Und dann kann ich noch einen oben dran, sonst die Gabel zu sehen. Ich habe noch zu wenig geschoben. Ich muss noch ein bisschen mehr schieben, sonst ist es im Fenster drin. Das funktioniert vielleicht auch nicht. Ja, das so. Genau. Das Gleiche. Da haben wir viel kopiert. Das Gleiche passiert hier. Da haben wir auch noch eigentlich zusätzlich. Da in dieser Linie müsste ich auch noch mal zusätzlich haben. Am Fenster entlang. Dann das Element viel aktiviert. Nehmen wir weg. Den aktiven Punkt wieder definieren. Dann kann ich das entsprechend. Da kann ich auch versuchen, dass ich es sehe, auch für mich. Ich sehe hier einen aktiven Punkt, ich kann den jetzt auch hier übersetzen. Dann gehe ich 6Y-Richtung. Sage, okay, ich raus, will ich mit denen. Das ist noch nicht schlecht. Dann der da. Hier natürlich das gleiche noch. 6Y-Richtung. Aber eben Schieber, schon nicht schlecht. Da hier müsste ich noch verschieben, sonst kommt der Bedeutung lang, das funktioniert nicht. Das ist etwa so, genau.